Hallihallo, mal wieder zu einem weiteren Video hier. Hallöchen. Was machen wir heute, Luki? Wir fliegen von einem, ich weiß nicht, was für ein Flughafen ist, aber es ist ein Regional Airport nach Telluride. Weil es in Colorado, ich glaube, er heißt Montrose oder sowas. Montrose, ja genau, ich weiß nicht, wo er ist, aber er sieht ganz nett aus. Und zwar mit einer DC-3. Genau, wie ihr seht, ein wunderschönes Modell. Nettes, antike Flugkunst. Älteres, genau, Modell, eher gemütlich. Aber dennoch ganz nett. Wir werden circa, wie viele Minuten? 30 Minuten? 30 Minuten vielleicht. 35, 45 sowas für Start und Landung brauchen. Aber wird Philipp den ersten Teil des Fluges übernehmen und ich den zweiten. So, was gemacht? Oder andere was auch immer. Jo, dann schauen wir mal. Wo, welche Richtung nehmen wir denn am besten? Ja, oder sagen, direkt, ne? Ja, ist ja egal, welche können wir drehen. Ja, ja, ich meine, das müssen wir ewig halt rumrollen. Ja, das passt. Na gut, dann. Shift und P ist es. Ja, Shift und. Erstmal zuerst der Punkt. Einfach Punkt. Ja, eben, ist einfach nur Punkt. Eben, genau. Weil jetzt, haben wir überhaupt Pushback hier? Ja. Okay. Das pusht sich dann einfach weg. Guck. Ah, ja, auch so, okay. So unrealistisch. Auch, ja, auch wenn wir eigentlich kein Spornrad haben, an dem wir pushen können. Und wir haben auch kein Pushback-Car, wie ihr seht. Aber. Es funktioniert. Ich will ja nicht die Entwickler hier irgendwas besichtigen. Es funktioniert und das akzeptieren wir mal. Eben. So, jetzt muss man beachte auch die wunderbaren Grafikfehler im linken Bildrand. Das stimmt. So, jetzt muss ich noch die Flaps ausmachen, oder? Ja, ich muss mal gucken, wie weit buchtel ich eigentlich zurück? So lange bis du ihm sagst, er soll stoppen. Ja, du musst dann wieder Shift-P drücken. Nein, aber egal. So. Welchen ja, da, oder? Schon den, weil wir sind eh gerade dann. Ja, weil wir können doch einfach dahinter fahren und dann wieder umdrehen. Dauert auch nicht lange. Aber schon länger. Egal. Ich muss gerade gucken, auf was habe ich auf die Flaps gesetzt, auf welche Tastenkombination. Ich glaube, vielleicht 3, 4 oder 5. Nee, ich glaube, nee, die anderen sind es. Ja, entweder die oder. Die da. Ja. Muss nochmal eins runter? Ja, ich weiß nicht, wie viel. Ja, doch, passt. Das passt schon. Ich habe keine Ahnung, wie die Klappen bei der Maschine sind, aber wir sagen mal. Ich weiß nicht mal die Take-Off-Geschwindigkeit, aber egal, das kriegen wir schon. Ja, Leute, was haben die denn hier mit der Flughafen- und Bodenszenerie gemacht? Das ist ja schrecklich. Aber gut, wir drehen jetzt erst einmal. Ründchen. Kloi rund hier rum, ne? Haben wir dann die Bremse, haben wir keine mehr drin, irgendwelcher Art. Naja, ein bisschen gemütlicher. Gemütlicher. Dauert einfach das Ding, ne? Predig! Da braucht man so ein wenig Geduld. Flughafen gefällt mir. Ja, sollen wir einen Short-Take aufnehmen? Machen wir einen. Nee, das reicht nicht, glaube ich, von der Startbahn her. Ja, dabei. Es ist eigentlich. Wir gehen auf Nummer sicher. Ah, jetzt bin ich ein bisschen zu. Ja, das reicht. Das reicht locker. Ja. Aber wir müssen Funk melden, gell? Ja, also aber. Die Bodenfreigabe wählen müssen. Ich sehe hier sonst keinen, also hey. Hey, komm, wir machen das jetzt schon korrekt, oder? Okay. Soll ich nochmal anhalten? Ja, mach mal. Halt mal an und dann. Okay, nochmal. STG, P, ja, STG 1. Ah, ja, jetzt. Okay, also wir machen hier mal. Nee, wir müssen auf S. Jetzt und R. Nee, jetzt bist du zu weit. Ja, warte mal, wo und haben jetzt wir den da? Ach so, es geht nur. Na, haben wir es mal intern? Ja, ja, schon. Okay, Einstellungsverkehr. So und so. Und dann verlassen wir den Rollbahn. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Wir müssen 3 machen. Startband. Start auswählen, wir Idioten. Welche nehmen wir eigentlich? Welche nehmen wir? 1, 7, 3, 5. Hey, warte mal, schauen wir mal, wie ist denn der Kurs? Der Kurs ist. Wir stehen aber gar nicht ausgerechnet. Es ist. Warte, schauen wir mal. Ja, warte, 3-1. Dann nehmen wir auch die 3-1, würde ich sagen. Start ankündigen, direkter Abflug. 5, würde ich sagen. Passt. Passt, dann können wir die schließen und dann. Ja, mehr. Uff, wie geht's? Wetter brauchen wir eh nicht. Gibt uns überhaupt eine Rückmeldung? Nö. Das ist genau so ein Flugplatz wie Konstantin. Ich sag einfach nur, dass du startest und dann so. Jo, Leute, ich starte, gell. Genau. Oh, so. Mhm.
Der Sound von der ist auch nett. Der ist richtig nett, der Sound. Sound. So, was haben wir die für einen komischen Boppel da stehen? Wie ist den? Schau mal, der, da haben wir doch voll dran mit der Tragfläche. Ich muss jetzt hier da mal ein bisschen außen rum. Ich meine, ich weiß nicht, was das ist, aber... Hä, wir haben Collision an, gell? Natürlich haben wir Collision an. Ah, ja, klar. Ja, sobald wir irgendwie... Wollte ich die Rollbahn verlassen, Philipp? Tue ich nicht. Ich muss hier nur... Ich muss... Ja, aber ich muss... Ich muss hier ein bisschen einkommen. Ich will nicht gegen das Ding crashen. Das ist recht. Das ist nämlich scheiße. Grafikfehler, ey. Ja, ist echt schlimm. Ich weiß nicht, was die hier mit den Texturen verkackt haben, aber irgendwas haben sie gekackt. Hey, komm. Oh, ich muss sagen, ein bisschen dreieckig ist es schon, aber hey. Das ist ein altes Flugzeug. Ja. Ja. Und Vollschub. Warte mal, das ist noch schön. Ja, das ist schön zentriert. Ja, halt nicht zentrieren. Was haben wir denn überhaupt? Ja, tu mal bei 80 Knoten, oder? Oder nee, bei 90. Schau mal einfach, wie schnell wir sind. Wir geben es einfach mal Schub. Und dann schauen wir mal. Genau. Ja, der One-Way ist lang genug. Ja, wir haben Platz. Ich muss sowieso erstmal, bevor ich wieder ins Cockpit schalte, warten, bis das Spornrad hinten hochgeht. Ich sehe nichts. Wie ihr vielleicht seht. Ne? Heißt das Spornrad? Halt das Rad. Rädchen da hinten halt einfach. Hinterrädchen. Ja. Ah, jetzt kommt's. Was haben wir? Jetzt haben wir bald die 80. Ja, noch nicht, oder? Jetzt kommen wir so langsam hoch. Jawohl. Kommt ja nicht mehr. Hoch. Ja, wunderschön. Warte mal. Positive Steigrate. Ich fahre das Fahrwerk ein. Jawohl. Das Fahrwerk drin? Ja, oder? Doch, es fährt ein, das Rädchen fährt halt nicht ein. Passt. Yay, yeah, unsere Instrumente sind von geradezu genialer Güte. Ich habe keine Ahnung, wie viel Grad ich gerade steige, nur dass ich ungefähr steige. Ja, du siehst ja die Steigrate. Ja, ja, aber ich meine, künstliche Horizont und so, Winkel und so, ja. Genauigkeit und so. Guck ja, mal, Winkel, wenn ich hier so ein bisschen... Winkel schon praktisch. Ja, und der vielleicht tackert mal reinmachen, auch nur so ein bisschen. Ja, warte, ich muss mal gucken, welche Taste es wieder ist. Ja, die genau, hier. Passt. Jetzt warte mal, jetzt müssen wir gucken, wohin wir fliegen. Jo, hey, haben wir ein GPS? 3. Wir haben ein GPS. Wir müssen ziemlich genau in die andere Richtung. Linkskurve! Warte mal, ich gebe mir mal die Maus, dann tue ich den Funk regeln. Greif mal da mal kurz selber rüber. Passt. Ich geh mal ins Cockpit hier. Deine Maus ist viel zu sensibel. Ich bin da viel zu grobmotorisch für. Ah, nee, wir müssen gar nichts machen. Ja, dann machen wir das Fenster wieder weg. Das nervt. Also, deine Maus ist viel zu sensibel. Ah, doch, Darko. Nein, müssen wir nichts. Müssen wir Flugverfolgung anmachen? Müssen wir nicht, können wir. Machen wir. So. Passt. Passt, guck, wir sind perfekt auf Kurs. Nein, sind eigentlich nicht. Ich meine sagen, ja, wir sind eigentlich, passt schon. Wir sind eigentlich perfekt quer zum Kurs mittlerweile. Das Ding rotiert echt nicht so wahnsinnig flott, aber hey. Aber dafür machen wir ganz ordentlich Knoten, ne? Guck mal, 100, 100. Ja, mal da Kontakt bestätigen. Naja, sieht gut aus, richtungsmäßig. Bleibst du alle oben? Ja, ja, klar. Passt. Richtungsmäßig passt. So, dann gucken, dass ich hier nicht überkurve mit der leicht trägen Kiste, aber nein, das sieht nicht so aus. Das dauert noch, bis du überkurft. Nee, ich meine. Bedenke die Geschwindigkeit. Die ist ein bisschen niedrig, würde ich sagen. Für das Ding ist sie, glaube ich, okay. Das stimmt auch wieder. Was wir an der Elektrik machen können, da an den Schalterchen da. Ja. Es gibt genau den Flaps und den Gearregler. Puh, da gibt es ein bisschen. Ah, die Landlichter müssen wir noch anmachen, hey. Ah, ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Wie machst du eigentlich die Dings Pitted Vorwärmung? Habe ich die Pitted Vorwärmung? Hast du? Ach, stimmt, verdammt. Nein, das ist die andere. Ice. Das ist Prop Ice. Die beiden. Ah, die Pride, Peter Tiet. Ja, genau, für das Pitot-Stauröhr.
Vorheizung. Und die Master Battery und Generators würde ich mal so lassen. Ein ganz unbedeutender Tipp von mir. Ah, ey, das ist ja perfekt angepasst, schau es mal an. Natürlich ist das sogar das alte, das ist sogar abgeheilt. Ja. Die haben sich ja richtig viel Mühe gegeben beim Design vom Cockpit. Naja. So, jetzt haben wir ein bisschen der Gashaus. Na, Vollgas. Vollgas und. Wir haben genügend Sprit, reicht ja. Und wir müssen da über die Bergkuppe. Ja, ich weiß nicht, wir steigen trotzdem immer noch ein bisschen. Was haben wir denn? Schau da oben, da rüber. Ah ja, das kriegen wir hin. Wir sind ja hier schon ganz ordentlich. Na, steigen wir halt ein bisschen. Wir sind eh ziemlich flott unterwegs. Passt. Und nur noch mal gucken, wie. Was war das jetzt? Ein kurzer Blackout. Blackout von FSX, ich weiß es nicht. Diese aber Software Flaps, macht. Fraps nimmt noch auf. Natürlich. Fraps nimmt auf. Fraps ist nett. Ja, Fraps ist sehr nett. Weißt du zufällig, wie der Kurs vom Runway ist? In Dings? In Telluride? Hab ich mir nicht gemerkt. Wird vermutlich nachher dran stehen. Also, ich weiß nicht, ob du den Herrn hat kein. Oder hatte es sogar? Ich weiß nicht, aber es hat keinen Indikator. Ach so, guck, die ist doch, so. Schon ja, so. Ja, eben, das meine ich, also du siehst es schon. Also das heißt, ja, machen wir so einen Anflug. Ja, deswegen, ich bin auch schon ein bisschen, also ich bin ein bisschen rechtsorientiert vom Kurs. Ja, das passt ja perfekt, ne? Eben. Tun wir ein bisschen so rechts im Queranflug halt fliegen. Passt es. Schee, gell. Richtig schee, langsam das Ding. Ja, bewundern wir mal die Landschaft hier und wie die Bäume unter uns so langsam ins Bild laden. Schau mal zurück, wo der Flugplatz ist. Dreh mal nach links. Da hinten. Ach, nee. Du? Nee, das ist doch nicht, oder? Oder? Dreh mal nach rechts. Nee, nicht da hinten, aber... Da! Das Flugzeug ist ja traurig langsam. Ja, es ist ein bisschen, ich sag's ja. Vor uns ist ein Flugplatz, oder? Ein Flug? Achso, das wird wahrscheinlich dieser kleine sein. Ja, aber warte mal, ich glaube, ich muss ein bisschen korrigieren, ne? Wenn wir ein bisschen rechts auf den Passbereich anfliegen wollen, weil sonst müssen wir da hinten über diese Hätte. Ja, ich würde sagen, wir fliegen darüber oder da. Nee, da. Da, darüber habe ich gedacht, weil sonst kommen wir zu weit links raus. Ja. Und wenn wir darüber fliegen, dann sollte das passen. Da hast du recht. Falls ihr euch fragt, wo lang, Philipp, senke mal die Nase, drehe mal nach rechts. Wir fliegen dort rüber. Oder dort. Dort. Ja, oder eher dort. Einfach geradeaus. Ja. Geradeaus, so wie immer. Schon immer. Die passt. Passt. Ajo. Ajo. Du sagst es. Ich bewundere immer wieder deine Wortwahl. Ich auch. Bin selber überzeugt von meiner Wortwahl. So muss es sein. Das stimmt. Sudeli. Weiß auch nicht, aber eigentlich müssten sie mal so einen richtig fetten Texture-Pack für diese ganzen Sachen machen. Ja. Wenn ich so diese pixeligen, artefaktierten Texturen hier reinladen sehe. Das stimmt, aber für 2006 war die Grafik trotzdem ziemlich geil. Dafür war sie ziemlich gut. Ich kann da gar nichts dagegen sagen. Ich meine, nur für heutige Verhältnisse ist schon ein bisschen mehr drin, aber naja. Das stimmt. Fuel ist auch noch voll hier. Ja, wir haben da noch alles voll. Tonne weiß, die hat sowieso so teilweise. Ja. Oh, hey, wir haben ein bisschen Turbulenzen, gell? Turbulenz. Turbulenz. Oui. Oui. Oui, oui. Ja, fangen wir nicht mit Französisch an. Sei so gut. No. Minus 8 Grad ist auch okay. Ja. Outside Air Temperature. Ja. OAT. Schätze ich.
Das kann ich da machen eigentlich. Du kannst den Radiokompass, also den Funkkompass einstellen. Okay. Du musst ja den entsprechend, wenn du den auf den Sender einstellst, musst du ja das Heading erstmal einstellen. Montrose Regional, da sind wir hin. Nee, das ist noch nicht. Entfernte Flughäfen, da ist und da. Telluride Regional. Da K-Tex. Ist er. Ah, nee, falsch. Ja, zurück. K-Tex. K-Tex, da ist er. Da ist er. Ja. Menschenverkehr. Passt. Start- und Landebahn auswählen. Ja, das ist vermutlich die. Warte mal, welcher Kurs sind wir? Kurs 180? Das ist die 9. Die oder halt, warte, doch, wie rum ist die? Doch, das ist die 9. Dürfte. Ist, also die 9 dürfte für uns. Doch, das dürfte. Wenn es dunkel ist, die 9. Ja, das ist eben. Ja, das ist links, also ist die 9. Also die für uns günstigere ist, ja, die 9, genau. Klar. Also werden wir wahrscheinlich die 9 für eine Landung auswählen. Das würde ich mal so sagen. Touch and go oder vollständige Landung? Vollständige Landung. Queranflug. Nein, ich würde mal noch nicht. Wir sind ja noch ewig weit weg. Ich würde erstmal, wenn, dann erstmal Position ankündigen. Aber jetzt noch nicht. Nee, noch nicht. Wir haben ja noch. Leute, beruhigt euch. Wir müssen Höhe gewinnen. Ich bin schon hier. Das Ding läuft auf vollen Touren. Ich voll Schub. Ja, das ist voll. Ich bin nicht mehr weiter. Warte mal, sind wir schon so weit? Alter, das ist ja schon. Ja. Krass, wir müssen weiter rechts, weil da ist die ISS an. Einflugschneise. Ach so, die Einflugschneise. Ja, ist die Frage, ob wir dann über die Bergkette drüber gehen oder halt drumrum. Rechts drumrum können wir auch. Ich würde rechts drumrum. Okay, gehen wir rechts drumrum. Also hier halt dann durch so. Ja, klar. Passt. Genau, weil wir wollen nicht die ILS-Sache da hineingurken, ohne das zu wollen. Na, könnte man eigentlich nochmal ein Let's Play machen, oder? Weil der Flug war jetzt ja nur kurz. Ja, können wir natürlich machen. Was für einen Flug sollen wir machen? Tja, ich weiß es nicht. Sag du es mir, ich muss fliegen. Wie wär's mit einer FA-18 in die Berge? Das können wir natürlich niedrig auch machen. Drüber heizen. Können wir natürlich machen, ne? Von Aspen nach Telluride. Komm, das machen wir. Okay, ja. Jeder einmal. Es geht ja relativ schnell. Es dauert ja vielleicht 15 Minuten, 20. Ja, je nachdem, wie lange es dauert, bis du entweder das Flugzeug oder die Berge kaputt machst. Genau. Oder beides. Oder einfach gescheit landest. Was ein wenig schwierig ist, wieso? Möchte ich zugeben, aber... Ich schaffe das. Ich tue mal eine Position ankündigen. Zumal relativ nah. Ja. Nee, nicht auf Anflugkurs. Anflugkurs, ja, die Frage ist, was meine ich mit Anflugkurs? Wir das stimmt. Ist schon die Hälfte vom Flugweg. Mehr. Mehr als die Hälfte. Ja, Sonnenball, da würde ich sagen. Borst. Oh, ich muss sagen, jetzt ist es erstaunlich ruhig wieder. Mhm. Ist auch schon ein paar kleinere Pumper. Pumper. Du sagst es erneut. Lego-Radiogummis. Ja. Ja, schon immer tolle Sachen bei dir zu Hause. Ja, sowas hat nicht jeder. Das stimmt. Was sich so im Laufe der Jahrzehnte ansammelt. Oder beziehungsweise des einen Jahrzehntes, aber egal. Blablub. So. Du musst dann Höhe gewinnen. Wir müssen über die Bergkuppe rüber. Ja, ich kann noch mal ein bisschen in dem Ding rupfen, aber... Du kannst schon viel mehr in dem Ding rupfen. Ja. Ach, warum? Also ich sag mal, wir machen jetzt mal so ein bisschen, ne? Weil es wird dann immer relativ... Da hat es ein bisschen Türenblänzle, ne? Und es wird immer gleich so lang. Ist das Ding so schwer, oder? Es hat voll betankt. Ja, stimmt auch wieder, aber... Ich habe das Ding mal eine Nacht durchfliegen lassen. Es ist immer noch geflogen. Ja, ich meine, das Ding hat... Sprit für... Ich weiß nicht. Für die Unendlichkeit. Ja, es ist echt so. Es fliegt sich extrem lang.
Na, ich will nochmal noch ein bisschen stärker. Ah, oh, ist ganz hoch. Na, Schub. Ja, mehr geht nicht, Loki. Geht schon wieder zurück hier. Mehr geht, ja, ja, ich sag's ja, das wird gleich lahm. Ich meine, wir haben Takeoff. Na, blub. Ich meine, die Takeoff-Geschwindigkeit von uns war etwas über 80, ne? Ja. Und jetzt haben wir 100, circa, bisschen mehr vielleicht. 102, 100, 100, 100, 105 oder was weiß ich. Also, da ist nicht viel zwischendrin. Schau nach links, ob da schon ein Flughafen ist, vielleicht schon vor der Berggruppe, aber ich glaube, der kommt. Warte, doch, der könnte da links sein. Da ist ja so eine Berggruppe, weißt du? Ja, wir, aber guck mal, es geht schon noch ein kleines Stückchen. Aber nicht mehr weit. Es ist halt die Frage, wie gut wir da anfliegen können, weil es kann sein. Es könnte sein, dass es da schon in der so ein neues Tal sich aufbaut. Da eben. Ja, dann müssen wir früh genug. Ein paar Minuten nicht vorwuchs. Ja, wir können ja da einfach. Wir können früh genug rum. Ja, wenn du die Landung machen willst, wann willst du dann übernehmen? Egal, jetzt. Du kannst auch jetzt übernehmen, wenn du willst. Ja. Ja, gut, dann. Was? Nimm so, und, auf den Captain-Sessel. Ja, warte. Ich darf auf den Captain-Sessel. Okay. Aber musst dann überlegen, wenn du nichts machst. Oder oben ist eine Beachcraft. King ja. Oh, hey. Wow, cool. Guck da. So, alle. Da haben wir eine. Ja, die ist aber ein Stückchen höher. So, und jetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir den Verkehr überhaupt eingestellt haben, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht allzu sehr. So, die. Jetzt mal gucken, da, wo das ist. Ja. Oh, warte, guck mal da. Das ist doch schon. Nee, das ist ein anderer. Alter, ist der geil. Der ist ein wenig strange. Der ist geil. Guck mal aufs GPS, welcher das ist. Das ist der kleine, der da. CO irgendwas. CO sonst noch was. Gefällt mir. Das ist witzig. Ach, guck, sieht gleich schon. Guck, das ist doch schon da hinter der Bergkuppe. Wir müssen da gleich schon reindrehen. Ja, ja. Das sieht mir ein wenig wie ein Heightmap-Bug aus, dieser kleine Flughafen, aber. Oh, der ist genial, schau es dir an. Ja. Aber der ist garantiert nicht in echt so. Natürlich nicht. Das ist, würde ich sagen, wieder mal eine Eigenheit von FSX. Da gibt es etliche so Sachen. Dort ist auch wieder ein Flugplatz. Es gibt auch einen Flughafen, der schwebt über dem Boden. Sehr dezent. Ist auch cool. Ist nett, ja. Schaffen wir das einfach in der Höhe? Ja, das dürfen wir schaffen. Das sollten wir schon schaffen. Also, ich meine, ich hab mich bemüht zu steigen. Aber naja, du bist schon wieder ein bisschen lahm. Ein bisschen, aber auch nur, weil ich steigen will. Ah, da ist er, guck da. Ja, da, sehen. Da ist die Maus, da ist das Mäusle, ja, Hallöchen. So, Dle. Mal grad schon wieder. Genau, da musst du eigentlich gar nicht mehr so deftig steigen, weil. Nee, ich muss gar nicht mehr steigen. Du kannst eigentlich schon wieder ein bisschen. Scheiße, beim Flugzeug, guck, ich lasse jetzt mal los und es fliegt sofort nach unten. Ja, das meine ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dem mit der Trimmung aussieht, aber. Schau mal, wie stark ich da. GPS kann man weg und jetzt müssen wir wieder Funk. Kannst du Funk machen? Jo, warte, du musst aber dann umschalten, sonst komme ich nicht auf das Funkfenster. Jo, warte mal, ich muss mal gucken, wo der Flugplatz ist. Ganz kurz. Du musst. Ja, halt schon. Oh, passt. Okay, Flugsicherung, was machen wir? Wo sind wir denn? Ja gut, wir können jetzt das nicht so schön, aber ich mache mal Querenmerk. Wieso sagen Sie eigentlich, ja, wir machen doch mal Querenflug, das ist zwar jetzt nicht protokollgerecht, aber okay. Da ist er, guck. Ja, du musst aufpassen, dass du, ja, genau, schön gerade bist. Die finale Abschlussprozedur, die kann man relativ spät machen bei dem Flugplatz. Das kann man durchaus. Oder bei dem Flugzeug, meine ich. Ja. Ich bin runtergerutscht. Kannst du mal kurz. Ja, ich halt mal kurz. So, jetzt kann ich wieder. Oh, der steht ziemlich hoch. Oh, mir gefällt mal der Stuhl. So. Ja, mein Stuhl ist gut, gell? Ja, ich mag den. Sag schon mal, klingt uns, oder? Nee, da gibt es keine Rückmeldung. Ich meine, vorher hat er auch Rückmeldung. Ja, das war ja Denver. Eben, ja, aber wieso hat K-Tex keinen Funkrückmeldungs. Was weiß ich? Das ist eine gute Frage. Soll ich jetzt schon mal. Mach das mal aus. Na gut. Nee, mach jetzt mal den Final Approach, den. Ja.
ankündigen, weil jetzt sind wir eigentlich so gut wie im Final Approach. Ja. Gut, aber Konstanz hat auch keinen. Wenn du bei Konstanz das versuchst, antwortet dir auch keiner. Ja, sowohl bei FSX und sowohl im echten Leben auch. Ja, manchmal. Manchmal antwortet dir der Robert. Ja, je nachdem, wo er da ist. Gut, das ist eine andere Geschichte. Ich mach mal zu. Wer tut denn eigentlich die Landegebühren einstreichen? Der Tower. Ja, aber der Tower ist ja nicht immer da. Naja, also immer wenn Flugbetrieb ist, ist auch der Tower da eigentlich. Also mit wenigen Ausnahmen. Ja, eben. Und normalerweise gehst du halt auf zum Tower, da ist eine Kasse, da schmeißt. Wir sind 5 Euro. Dann 5 ja, Euro rein und dann hast du Landegebühr zahlt. Passt. Naja. Bald wird die Luft einen neuen Flieger haben. Ich. Also falls ihr einen perfekten Flieger am Himmel seht, ich bin's. Ja. Guck mal, jetzt machen wir mal Himmel. Tango tanzen. Juhu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das implementiert haben, aber ich würde nicht drauf spekulieren, dass du da mit dem Motor schrottest. In echt wahrscheinlich schon, aber... Deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob sie das implementiert haben. Aber solange lange mal die Dings rausfahren, die Räder. Schon ein bisschen zu früh, oder? Ist ein bisschen früh. Ich weiß nicht genau... Der Anflug ist bestimmt auch cool, da musst du ziemlich steil sinken. Oh, da musst du kräftig runter. Ich weiß nicht, wie gut du das hinkriegst. Okay. Naja. Ja, ich meine, du kannst nachher demnächst mal die Gears raushauen. Du tust nochmal die Flaps drei Viertel raushauen. Ja. Ah, jetzt du hast so einen coolen Flap-Indicator da unten. Jetzt mach ich mal das Gear raus, damit du so ein bisschen bremst. Siehst du da unten? Ja, da unten. Diesen halb verrosteten Dinger. Cool. So, gleich einmal aus. Full Flap. Ist Full Flap nicht noch ein bisschen früh? Ja, also noch ein paar Meilen. Nee, nicht, ja, nicht nee, mal meine Meile. Nee, aber die Full Flaps sind bei dem ziemlich derbe. Na, also das kannst du noch ein bisschen Gas geben. Wahrscheinlich die Approach-Geschwindigkeit 80. Machen wir mal 80. Ja, nicht ein bisschen über 80, aber also ich weiß es nicht, aber ich schätze mal. Dann suche ich jetzt drin, oder? Take-off Speed war 80 ungefähr, also. Komme ich eigentlich gut rein, ja, ich würde schon sagen, oder? Ja, gehen nochmal auf Außen und so. Aber das Cockpit gefällt mir nicht, das ist irgendwie so. So, dass so, du nichts siehst. Sicht einschränken. Ja, ich sag dir, du siehst nichts. Ich seh's nicht mal mehr die Landebahn, ey. Ja, du musst halt dann nach außen Kamera landen oder sowas. Ja, aber dann siehst du ja nicht die Geschwindigkeit, ist ja auch scheiße. Ja, wow, du driftest ein bisschen. Gell, ich drifte ein bisschen und ich bin ein bisschen zu niedrig, oder? Nee, zu wow, niedrig Vorsicht. Ach, das Cockpit. Ich stell mal ganz schnell auf virtuelles um. Nicht auf das manuelle. Moment. Guck, perfekt. Besser. Wenigstens auch die Geschwindigkeit. Ui, warte mal. Da muss schon ein bisschen runter. Es wird jetzt keine Traumlandung, Jungs, aber. Nee, nicht ganz. Oh. Ja. Nicht die perfekte Landung, aber gut. Ja, war okay, Jungs. Ein bisschen Glück. Kann man nichts sagen, oder? Ja, kann man nichts sagen. Würde ich sagen. Ja, also ich bin zufrieden mit meiner Leistung, oder? So mehr oder weniger. Also, ja, kann man nichts sagen. Flaps kann man reinmachen. Würde ich sagen, räumen wir noch zum Flugfeld und dann... Genau. Dann wird der nächste Flug gemacht mit der F-18. Ui. So sehe ich das aber auch. Top. Also ich muss sagen, die Landung war doch okay. Die war okay. Ich meine, hey, wir haben ja große Reifen. Und ich glaube, die Leute, die mit der DC-3 fliegen, haben auch nicht so riesen Ansprüche, was ich hatte den, Komfort. Nee, den Taxiway hätte ich nicht nehmen können. Ja, schwierig gewesen. Wieso haben wir eigentlich so wahnsinnig Partikel da? Also, an den Rädern. Ich meine, haben wir da ultra viel Schnee oder was ist da? Das ist Schnee, ja. Also so sieht es gar nicht aus. Ja, sieht es geil aus da mit dem... Oh, mit dem verkackten... Hören, ja. Und wieder über. Jetzt tue ich da geradeaus parken. Wo sollen wir die Tankstellen noch einfahren? Na, ich frage einfach mal. Sprit haben wir genug. Geradeaus, oder? Ja, genau, das... Du siehst auch, wie unser Schatten da...
genau dann ausgeht, wenn die anderen Texturen reinkommen. Ja. Das ist extrem verkackt. Und. Back, jetzt. Bremse. Bam. Perfekt. So, warte mal, jetzt machen wir noch da das Ding raus, die Genway. Genau. Ja, gut, du, wir sind nicht an einem Gate, weißt du. So geht's doch auch, guck. Ja. So, wunderschön, jetzt haben wir das ausgefahren. Sollen wir noch den Motor ausmachen? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich auch nicht, wir können es mal probieren. Lass uns einfach an. Also, das war unser Flügchen von irgendwohin nach Telluride. Genau, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt. Mit einer wunderschönen, nostalgischen DC-3. Ein Überflügchen? Ja, jetzt kann man wunderbar schön Karten führen. Hier so, schau da, so da und so nach rechts. So. Boah. Ist echt ein schönes Flugzeug. Doch, muss man sagen. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert uns, liked uns. Wenn nicht, ist es böse. Ja, der Rest weiß Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.